Was findet man bei meinen Büchern immer? Also immer. Es hat natürlich dieses Titelbild, das habe ich selber gemalt. Denn der Titel vom Buch und natürlich auch, wer es geschrieben hat, Ursula Madella-Meller. Und was ihr hier seht, dieses S, dieses Symbol mit meinen Initialen drin, das ist mein Sein, wenn ich mal. Und es ist natürlich auch auf jedem Buch drauf. Also man könnte fast sagen, wo das draufsteht, da bin ich drin oder ein Teil von mir. So, und hinten, was hat es hinten? Hinten hat es die ISBN-Nummer und den Strichcode. Und es hat einen kurzen Text über dieses Buch, um eigentlich es zu beschreiben. Das ist ja das Erste, wenn man irgendwo Bücher sieht, dann schaut man hinten, um was geht's denn da eigentlich? Und dieser Text ist derjenige, der euch entweder, wie kann man das jetzt sagen, entzündet, entflammt, es zu kaufen oder nicht. Und da ist es ganz wichtig für alle Autoren, im Fall, dass welche zuschauen, dass man den Text so hält, dass man neugierig wird. Und doch schon sehr viel offenbart von der Art und Weise, nicht nur von der Geschichte, sondern von der Art und Weise, wie ich schreibe und was geht es mir eigentlich. Das findet man denn schon in diesem hinteren Text. Ich lese euch den im nächsten Video vor, dann könnt ihr euch ein bisschen was vorstellen. Bis gleich.